forcieren. Snakefist warnte sie, dass Almas Gegenwart Replika-Soldaten aktiviert haben könnte, sagte aber nichts Genaueres dazu. Okay, also kämpfen wir... Boah, fast verschluckt meine eigene Spucke. Also kämpfen wir die ganze Zeit gegen Replikas? Das heißt, Replika-Soldaten? Und nicht gegen... Na, sag schon, gegen normale Soldaten? Ist es vielleicht deswegen der Grund, warum da Schnipsel rauskommen und kein Blut, wenn es ein Spiel ab 18 ist? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, 94%. Und ich hoffe, meine Stimme wird zwischendurch nicht abkrachen, weil die gerade sehr, sehr oft abbricht oder abkracht und ich dann interessant klinge. Oh, Rüstung ist wieder voll. Das ging ja schnell. Dieses Rot, das finde ich nicht so gut. Sergeant Beckett, nach meinen Signalen ist Alma schon sehr nah bei Ihnen. Sie spüren vielleicht schon Anzeichen Ihrer Gegenwart. Halluzinationen, Kopfschmerzen, sowas in der Art. Nö. Sie müssen hier standhalten. Also ich spüre rein gar nichts. Wobei doch, ich bin schlaflos und... Na, Alma? Und hab Kopfschmerzen und mein Magen knurrt gerade... Gott sei Dank nicht ins Mikrofon, das wäre etwas doof. Was habe ich noch? Ich habe Rückenschmerzen, ich habe... Oh no. Beckenschmerzen, ich habe... Ich habe Frau. Ganz... Da war jetzt gerade der Tod schneller als alles andere. BTS. Wo geht's denn hier hin? Na, Alma? Wie geht's uns? Lange nicht mehr gesehen, du Hübsche. Aber da wollte ich jetzt noch gar nicht hin. Ui, ein Medipäckchen. Aber wir sind voll. Das ist natürlich schlecht. Maschinenpistole auch voll, sagste. Das ist übrigens sehr schön hier, dieses Ketchup. Können wir es kaputt machen? Nein. Kommen wir da durch? Eben. Okay, dann müssen wir wohl oder übel ganz schnell da nach hinten, wo wir die liebe Alma getroffen haben. Alma, unsere Freundin und Helferin oder irgendwie sowas. Na? Willst du kuscheln? Oh, ich muss drücken, ich muss drücken. Entschuldigung, ich muss drücken, ich muss drücken. Okay. Ich glaube, die Alma ist etwas zu anhänglich, was uns betrifft. Weil, sie... Man hat ja... Nein, noch nicht. Man hat ja gerade gesehen, dass sie kuscheln wollte. Aber wir wollen nicht kuscheln. Kommen hier jetzt wieder Krabbelspastis? Bitte nicht. Ich habe übrigens gerade weggeguckt, deswegen habe ich nicht... Da war ein Krabbelspasti. Deswegen habe ich nicht gemerkt, dass ich was drücken muss. Das wollte ich jetzt eigentlich damit sagen. Ah, da war ein Krabbelspasti, wie schön. Ich freue mich schon drauf. Yay! Nicht. I need a hero to save me now from the Krabbelspasti. Das wäre ziemlich nice und so. Dann müsste ich nicht gegen sie kämpfen. Dann wäre ich glücklich. Können wir da was drücken? Drücken, drücken, drücken mit E. Waren wir da vorhin nicht? Oder müssen wir da noch hin? Ich glaube, da müssen wir noch hin. Oh, da können wir nicht lang, Gott sei Dank. Sonst müssten wir zu dem Krabbelsposti. Und da wollen wir nicht hin. Ich habe mir übrigens überlegt, mein Intro bei jedem Video am Anfang anzufügen. Wie fändet ihr das denn? Also ich möchte das von euch wissen. Wäre das nervig oder wäre das okay? Und da waren wir doch vorhin. Oder was? Sagt mir einfach, was haltet ihr davon? Soll ich es machen? Ja, nein. Und ja, dann richte ich mich mal ganz nach euch. Hier müssen wir doch nicht hin. Was denn das für eine Verarsche?
Jetzt müssen wir doch nach hinten. Oh, müssen wir doch zu dem Krabbelspasti. Weil ich da ehrlich gesagt gar nicht hin will. Ich denke, wir müssen durch die Tür da. Und okay. Oh. Oh, ach so. Boah, jetzt müssen wir bestimmt im Krabbelspasti. Ach. Ja. Glaube ich auch. Man könnte sagen, sie begehrt sie. Sie ist begierig. Sie begehrt mich. Freibier auf einer Biker-Party. Sie riecht sie. Und sie möchte sie verzehren. Mit Sex oder ohne? Hier sieht's ja echt nett aus. Ach du Schande. Was ist das denn? Seht ihr das? Guckt der fern oder was? Boah, so. Das sieht so ein bisschen nach Sekte aus. Seht ihr das? Da ist ein Auge. Und jetzt werden wir zu Zombies. Nicht. Wir sind natürlich immun dagegen. Ist doch klar. Soll ich da lieber außen rum gehen? Ich gehe mal außen. Nee, soll ich da runter? Ich gehe mal lieber außen rum. Und Entschuldigung, wenn ich mich manchmal räuspern muss, aber ansonsten hört ihr, wie meine Stimme wirklich abkracht und die ist ja eh schon so schlimm. Deswegen. Oha. Oha. Ich trau dem hier nicht. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oder besser gesagt, oh. Da ist ein Krabbelspasti drin. Vielleicht war das jetzt doch keine so gute Idee, das zu öffnen. Ich weiß nicht. Ich hab's jetzt einfach mal aus Instinkt oder so getan. Bug. What the fuck? Schaut mal, da ist er. Der Kleine. Ja, wer ist denn da ein kleiner Süßer? Ja, du, Krabbelspasti. Ja, du. Nee, definitiv nicht. Wie komme ich denn jetzt da hin? Oh, ach so. Oh, oh, oh. Oh, ach so. Okay. Wo ist er? Ist er weg? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, alles okay. Uns geht's nicht gut. Und, Baum. Ja. Bäume sind interessant. Ich möchte da jetzt aber trotzdem bitte nochmal reingucken. Bisschen abhängen, hä? Sollte ich auch mal probieren. Irgendwann dann mal. Nicht jetzt. Jetzt ist mir nicht so danach. Ist ein bisschen so ein komischer Ort zum Abhängen, weißt du? Deswegen. Ja. Hi. Ich bin die Jordan. Ich wollte dich. Kennenlernen, weil. Oh Gott. Hey Baum. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, bitte. Dankeschön. Der dreht aber erst, wenn ich da drin ziehe. Bleib mal. Warte, ich will dir einen Headshot geben. Ich muss ihn doch von seinem Leid erlösen. Weil. Ay, caramba! Weil, schaut doch, wenn ihr das hier wärt, dann würdet ihr auch wollen, dass ich euch erlöse. Kann die kaputt machen? Ne. Aber da kommt irgendwann so ein Auge. Total komisch. Nicht, dass der da nachher noch freikommt und uns frisst. Uns versucht zu fressen, Entschuldigung.
Jemand sollte die Teile mal besser ziehen, unbedingt, weil ich meine, die springen so unkontrolliert rum. Das muss ja wehtun. Spasmen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Irgendwo jetzt? Hm, okay, da. Nein! Oh nein, nicht schon wieder! Nee, schon wieder! Nein! Ich will dir nicht ins Gesicht gucken, du hässliches Etwas. Boah, ich küsse dich doch nicht. Küss mal lieber jemand anders, du. Nein, ich wollte gerade nachladen. Nein. Geh weg, 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 geh weg. Okay. Ich küsse niemanden. Fast. Da gibt es eine Person, aber... Drängen die mich in die Ecke, die... Nein, 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 nein. Puh. Aber diese Leute küsse ich sicherlich nicht. Ist euch mal aufgefallen, dass man beim Küssen automatisch die Lippen ficken gehen, ableckt? Das meinte ich jetzt nicht. Also, ich meinte jetzt eigentlich Kartoffelsalat. Genau, ich meinte eigentlich Kartoffelsalat. Es ist echt schwer, versuchen ruhig zu bleiben und zu reden und Angst zu haben und zu spielen. Das ist irgendwie nicht so mein. Meins. Ich glaube, wenn ich 50 Abonnenten habe, werde ich YouTube-Partner. Waren wir jetzt. Nein, geh weg, geh weg. Alter, geh weg. Boah. Immer diese 14-Jährigen, die sind total anhänglich und wollen gleich grapschen. Ei, Karamba! Nein! Oh, da kommt nochmal einer, ich habe ihn gehört. Krabbel. Nicht so. Alter, nochmal! Mein Gott, wie viele Kinder hat's hier? Die braucht doch niemand. Ich weiß nicht, ob ich das machen musste. Ich habe es einfach mal so gemacht. Vielleicht hätte ich das am Anfang machen sollen. Ich weiß nicht. I don't know. I just do it. Ich tue, wie mir befohlen, oh Herr. Hier kommt doch irgendwas. Will nicht. Nein? Hier liegt Gesundheit. Aber wir sind voll. Also brauchen wir die nicht mehr. Und können hier hingehen. Hui. Wird gespeichert. Sehr nice. Och. Ich erschrecke bei den Dingern jedes Mal. Ich möchte nicht, dass die mir ins Gesicht springen und sagen, oh, Käsekuchen, küss mich, küss mich. Das wäre unglaublich. What the fuck? Was ist denn das für eine Lampe? Jetzt einmal ernsthaft. Einmal, nicht einmal. Das ist. Boah. Oh mein Gott. Alter, diese Teile. Nein, nein. Geh weg, geh weg. Alter, geh bloß weg. Puh. Husa, wir sind die ruhigen Personen. Die hier nicht weiß, wo es weitergeht. Die Ruhe in Person, die nicht weiß, wo es weitergeht. Das ist immer schön. Ah, hier geht's rein. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo entlang laufen tutet und dann kommt eine Spinne von der Decke? Ja, so ungefähr war das gerade. So, ihr seid irgendwo, ihr wisst, da ist eine Spinne und... Nee, ihr wisst es nicht so. Da kommen wir nicht durch. Aber ihr wisst, dass es Spinnen in den... Raum sein könnten. Und ihr habt eine Spinne zuvor gesehen und dann fliegt eine Spinne direkt vor euch auf den Tisch. So ein Gefühl ist das. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, das war bei mir mal in der Schule so. Da war irgendwie eine Spinne an der Decke, die war erst ganz hinten und dann habe ich mich umgedreht, um zur Tafel vorzugucken und plötzlich fliegt sie auf meinen Tisch. Und dann war das Geschrei groß.
und die Spinne war ebenfalls groß. Und die Jungs fanden es dann so witzig, haben die Spinne an den Bein genommen und haben gesagt, hey, guckt mal die hübsche Spinne, guckt mal die hübsche Spinne. Und ich schwöre es euch, ich hätte diese Jungs umgebracht, wenn der eine das irgendwie in mein Gesicht geworfen hätte. Boah, kann ich gar nicht ab. Wir müssen dahin. Nee, da waren wir. Oh nein, ich habe mich verlaufen. Oh nein, oh nein. Und hier geht es leider nicht, dass man die Verstelltaste drückt, wie bei Mirror's Edge, und dann weiß man, wo man hin muss. Das ist hier leider nicht möglich. Ich muss bestimmt da durch. Bitte, Sesam, öffne dich. Weil du mich liebst, du liebe Tür oder so. Weil ich Käsekuchen bin. Ach, boah, ich hab doch da letztes Mal gedrückt. Ich habe übrigens neulich überlegt, das war nachts, wie man Aufzug noch nennen kann, also Fahrstuhl. Und ich habe die ganze Zeit mit Stuhl rumgemacht. Stehstuhl, Drückstuhl, Stuhlfahr, Stuhlkrampf. Ah, Fahrstuhl. Das war, glaube ich,